Hallo YouTuber und Elektronikfreunde. In diesem Video möchte ich mal eine Elektronik-App vorstellen. Und zwar ist es hier ein Funktionsgenerator. Man sieht hier Dual Channel Function Generator. Und der Anbieter ist hier QLsoft. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Dieser Anbieter bietet noch mehr Elektronik-Apps im Bereich auch Messen und so weiter. Und das schien mir hier sehr interessant, weil bei diesem Funktionsgenerator gibt es offenbar sehr viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt hier so einen Funktionsgenerator auf so einem Handy hat, dann sollte man dazu nicht allzu viel verlangen, denn es ist ja so, dass hier die Buchse für die Kopfhörer verwendet wird, um das Signal da rauszugeben. Deswegen wird man hier nicht irgendwie im Megahertz-Bereich arbeiten können. So ein Audioverstärker arbeitet normalerweise so bis 20 Kilohertz vielleicht, eben im Audiobereich. Und mehr wird man hier auch von diesem Funktionsgenerator nicht rausbekommen. Wie die App jetzt funktioniert und was man da einstellen kann, möchte ich natürlich zeigen, auch mit Hilfe des Oszilloskops. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Zum Anschluss des Smartphones an das Oszilloskop braucht man zum einen noch hier so eine Klinkenverlängerung, also Klinke auf Klinke, 3,5 mm. Da kommt die eine Seite natürlich an den Kopfhörerausgang. Und auf der anderen Seite packe ich hier noch eine Klinkenbuchse ran. Und zwar deshalb, weil ich jetzt hier mit den Tastköpfen direkt an die Pins rangehen kann. In der Mitte von dieser Buchse, also von dieser, die ich hier habe, da ist hier das Ground. Und dann ist jeweils der äußere, ist dann eben Kanal 1 und Kanal 2. So habe ich das jetzt angeschlossen. Und jetzt kann ich zeigen, wie das auf dem Oszilloskop natürlich aussieht und wie die Handhabung der App ist. Wenn man die App gestartet hat, dann passiert am Ausgang erstmal gar nichts. Man sieht am Oszilloskop ist kein Signal. Bevor ich jetzt da ein Signal mal zeige, wie das aussieht, mal kurz zur Info, wie hier die Aufteilung ist. Also man kann hier Kanäle auswählen und kann dann hier in diesem Bereich bestimmte Sachen einstellen. Unter anderem natürlich die Wellenform, die Frequenz, die Amplitude. Dann kann ich hier mit Phase kann ich eine Phasenverschiebung zwischen beiden Kanälen herstellen und mit Bias, das ist praktisch eine Offset-Spannung, also einen Gleichspannungsanteil kann ich dort auch mit reinbringen. Mit Sweep kann ich natürlich sweepen, ich kann eine Frequenz angeben, eine Start-Stop-Frequenz, ich kann die Zeit dazu angeben und auch die Amplitude. Bei Burst kann ich kontinuierlich ein- und ausschalten. Und ich kann auch Rauschen hier erzeugen und überlagern, also zum Beispiel weißes Rauschen und auch die Amplitude zu diesem Rauschen einstellen. Ich kann hier AM/FM modulieren, das heißt, ich kann dort entweder die Frequenz oder die Amplitude dauerhaft ändern lassen. Ich habe hier Speicherplätze, insgesamt 10 sind es. Und hier auf der rechten unteren Seite kann ich eben den Kanal ein- oder ausschalten und auch nochmal das Volume ändern. Und hier oben sind noch mal ein paar Werte angegeben, wie die Einstellungen dann im jeweiligen Kanal dann sind. Ich werde jetzt mal hier einfach auf Out drücken. Und man sieht, jetzt ist am Oszilloskop was zu sehen. Was man jetzt noch machen muss, ist, man muss den Lautstärkeregler hochdrehen. Das war andersrum, falsch rum, hoch. Und dann sieht man auch ein vernünftiges Signal. Hier in dem Fall jetzt auf beiden Kanälen ein Sinussignal. Kann jetzt natürlich pro Kanal hier die Wellenform ändern. Also wenn ich jetzt auf 3 gehe, dann sieht man hier, ich habe jetzt auf dem Kanal 2 das Dreieck-Signal, dann Kanal 1 meinetwegen Rechteck. Das Kanal ist also jetzt Rechteck. Man sieht also hier schon die Problematik, es gibt heftiges Überschwingen. Wie gesagt, bei so einem Funktionsgenerator auf so einem Handy kann man nicht allzu viel erwarten. Ich ändere das mal wieder hier auf Sinus. Und was man jetzt hier noch einstellen kann, ist eine Phasenverschiebung herzustellen zwischen beiden Kanälen. Also im Moment ist es so, sie liegen ja übereinander, sie sind wirklich identisch. Und wenn ich jetzt hier mit dem Slider mal rübergehe auf die Phasenverschiebung, kann ich also dort die Phase verschieben. Ich hoffe, man sieht es im Bild. Man sieht jetzt, das Sinus wandert. Der untere. Und die Phasenverschiebung ist jetzt in dem Fall jetzt 313 Grad. Ich kann auch direkt einen Wert eingeben. Meinetwegen 90 Grad.
90 Grad. Und man sieht, jetzt sind die beiden 90 Grad zueinander verschoben. Mit der Funktion BIAS hier in dem Menü, da kann ich ein Offset einstellen. Ich werde es jetzt mal tun. Die Angabe ist hier in Prozent. Wenn ich jetzt einfach mal 40% eingebe, Prozent, dann sieht man hier, hat der Kanal 2 ein Offset jetzt nun drauf, 40%. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich die 40% beziehen. Ich nehme mal auf den Spitzenwert oder nur den Spitzenwert, das weiß ich jetzt nicht genau. Also so kann man denn hier, also ich kann immer 100% eingeben, dann ist er hier ganz oben, also die Nulllinie ist jetzt hier. Er hat also wirklich komplett einmal dort diesen Offset erzeugt. Bei 0 ist er wieder in der Mitte, also das ist diese BIAS-Funktion hier, dort BIAS. Die Amplitude kann man natürlich auch ändern hier mit Amplitude und dort gibt es hier wieder diesen Slider und ich werde den einfach mal hier bedienen und jetzt bin ich auf 3 gekommen, macht aber jetzt erstmal nichts. Ich werde also die Amplitude mal runterdrehen. Man sieht, Kanal 2, die geht also runter und auch hier wiederum, ich kann also einen Wert angeben in Prozent auch in dem Fall und so dass ich dann hier auch dann entsprechend große Amplitude da herausbekomme. Für die Rechteckfunktion gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich Duty. Da komme ich ja im Moment nicht ran, na klar, weil ich im Sinusform hier habe. Dies geht also nur im Rechteck. Wenn ich jetzt also auf Rechteck drücke, dann bekomme ich hier Kanal 2 das Rechtecksignal und ich kann jetzt hier den Duty Cycle angeben, zum Beispiel mit 15% meinetwegen oder 5%. So, und jetzt sieht man, er hat also wirklich hier 5% Duty Cycle. Oder dann eben 80%, dann ist eben der Puls breiter. Das ist schon sehr schön. Wie gesagt, hier dieses Überschwingen, das muss man dann versuchen irgendwie wegzubekommen durch eine entsprechende Schaltung, wenn man jetzt ein besseres Signal daraus haben will. Aber also man kann auf jeden Fall hier schon einiges machen. Jetzt kann man auch Sweep, die hier Sweep-Funktion aktivieren, allerdings geht das nicht. Das geht nur dann, wenn ich jetzt hier erstmal ausschalte. Dann komme ich hier in das Menü Sweep und kann hier also eine Amplitude und Frequenz für den Sweep-Mode einstellen. Ich kann also in dieser Sweep-Funktion entweder die Frequenz oder die Amplitude sich ändern lassen automatisch. Ich zeige das mal mit der Frequenz. Man geht hier auf Frequenz, dann geht man auf Start. Die Startfrequenz habe ich hier mal auf 200 Hz eingestellt. Die Stoppfrequenz ist 1 kHz. Die Zeit, in der er das machen soll, ist derzeit auf 5 Sekunden eingestellt und der Mode ist derzeit auf Bounce. Das heißt, er wird immer zwischen diesen 200 und 1 kHz immer hin und her gehen. Es gibt noch eine andere Funktion, das ist Repeat. Repeat bedeutet, na, es geht jetzt nicht, dass er praktisch bei 200 Hertz losgeht, bei 1 kHz aufhört und dann wieder von 200 Hertz anfängt. Ich zeige mal beides. Ich mache erstmal Repeat. Gehe auf Ausgang und man sieht, ich schalte jetzt mal den Kanal 1 aus, sonst nervt das. Er geht also hoch bis 1 kHz, hier unten sieht man die Frequenz ungefähr, ja 1 kHz und er fängt dann wieder von vorne an. Das wäre also die Funktion, wenn er, der Mode, wenn er auf Repeat ist, wenn er auf Bounce ist, dann sieht man hier, er geht also, er bounced hin und her. Die gleiche Funktionalität kann ich natürlich auch mit der Amplitude machen. Dazu gehe ich hier wieder, muss ich erstmal wieder ausschalten. Dann gehe ich hier auf Amplitude und hier auch das gleiche. Start meinetwegen hier auch wiederum in Prozent angegeben. 10%, dann Stopp, die meinetwegen 80%. Dann haben wir auch die Time, wieder 5 Sekunden. Mode hier genau das gleiche und in dem Fall würde er dann die Spannung eben hin und her bewegen, eben von 10% bis 80%. Und ich starte das jetzt hier mal, schalte den Ausgang ein und man sieht, die Ausgangsspannung, die Amplitude geht hoch und geht auch wieder runter. Das ist also dieser Mode Bounce. Wenn ich jetzt hier zurück in den Mode Repeat gehe, dann sieht man eben hier, er hält an. Geht von unten wieder los. Das ist dieser Unterschied zwischen Bounce und Repeat. Dieser Mode Single Hold bedeutet,
dass er das einmalig macht. Das hat man vielleicht jetzt nicht gesehen. Ich starte es nochmal. Jetzt ist er aus. Jetzt geht er also langsam hoch und bleibt dort stehen. Jetzt. Und dieser Mode hier Single Off bedeutet, da schalte ich auch nochmal aus und wieder ein. Er startet und geht danach aus. Ja, also hier geht er wieder aus. Das sind die verschiedenen Modes in dieser Sweep-Funktion. Um jetzt zum Beispiel hier diese Burst-Funktion zu aktivieren, muss ich generell erstmal hier den Kanal ausschalten und dann muss ich hier nochmal auf die Frequenz tippen, dass beides hier weiß wird, also die Frequenz und Amplitude, und dann kann ich hier wirklich diesen Burst-Modus bearbeiten, zum Beispiel auf Repeat gehen, dauerhaft Burst machen. Ein Hertz ist die Burst-Frequenz, das soll er 10-mal machen. Und wenn ich jetzt einschalte, dann sieht man, er schaltet dieses Signal immer ein und aus. Also das ist diese Burst-Funktion. Ich werde jetzt mal den Burst-Modus wieder ausschalten. Dazu muss man hier generell den Kanal ausschalten und hier auch nochmal rauf tippen auf dieses Repeat. Jetzt ist das Signal aus. Wenn ich jetzt wieder einschalte, dann habe ich mein ganz normales sinusförmiges Signal hier. Und ich will jetzt mal zeigen, wie man Rauschen hinzufügt. Dazu drückt man hier unten auf Noise, auf das White, also weißes Rauschen zum Beispiel. Man sieht, hier ist schon Rauschen zu sehen. Allerdings ist es so, dass das Rauschen oder die Amplitude vom Rauschen abhängt von der Amplitude, die eingestellt ist in der Wellenform. Also wenn ich jetzt auf Amplitude hier gehe, dann ist die Waveform-Amplitude ab bei 80%. Das heißt, ich kann maximal ein Rauschen von 20% hinzufügen. Wenn ich jetzt das Rauschen erhöhen würde, würde es nicht gehen. Ich kann auch die Amplitude nicht erhöhen, wenn ich jetzt sage Amplitude 100%, dann ändert sich die Amplitude hier nicht. Und er zeigt nämlich auch hier 80% an. Also die Amplitude von dem Signal und die Rauschamplitude sind insgesamt 100%. Das sollte man beachten, wenn man jetzt dort so ein Rauschen noch hinzufügen möchte. Auch das Rauschen nehme ich mir wieder raus, und so dass ich jetzt hier das normale Signal wieder habe, und ich werde mal kurz nochmal die AM und FM Modulation zeigen. Zunächst einmal die FM Modulation, das heißt die Änderung der Frequenz. Ich gehe also hier rauf und kann hier eine Modulationsfrequenz einstellen, die ist hier bei 100 Hertz. Die Frequenz für das normale Signal liegt bei 1 kHz, das ist diese Basisfrequenz. Aber die ändert sich eben schlagartig sozusagen mit 100 Hertz. Und wenn man jetzt hier mal auf den Bildschirm vom Oszilloskop guckt, dann sieht man das hier ganz gut, dass hier Pakete sozusagen sind. Die Frequenz, die hier zwischen liegt, ist dann eben 100 Hertz. Und die Frequenz, die hier in diesen Paketen ist, die ist praktisch bei einem Kilohertz. Das ist so eine typische FM-Modulation. Ich habe das Bild hier nochmal kurz angehalten, hier sieht man es nochmal ganz gut. Also hier drin ist 1 Kilohertz und die Abstände der Pakete, das ist jetzt die Modulationsfrequenz von 100 Hertz. Bei der AM-Modulation, also der Amplitudenmodulation, ist genau das gleiche. Ich habe hier die Amplitude, dann habe ich hier, also AM, und dann die Amplitude liegt derzeit bei 10%. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf Run mache, dann sieht man eben ganz gut hier die Pakete. Also hier ändert sich die Amplitude, geht runter bis auf 10% und dann Maximum. Die Frequenz ist dann in dem Fall hier natürlich 1 Kilohertz. Die ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier in der App vorgenommen habe, die kann man hier in sogenannten Memory Slots speichern, in 10 Slots insgesamt. Also hier geht man einfach auf Slot. Und man sieht, man kann hier unten nichts ändern, also muss man erstmal generell ausschalten. Und jetzt kann ich also meine Einstellung, die ich habe, hier sichern. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt hier irgendwo einen anderen Slot habe, vielleicht habe ich da schon was gespeichert, Recall machen. Und dann hat er mir sozusagen die Werte, die ich dort eingestellt habe, wieder zurückgerufen. Ich muss mal gucken, was da ist. Ich glaube, da hatte ich nichts weiter gemacht, doch ich hatte hier ein Rechtecksignal, wie man sieht. Also das wäre jetzt mein Slot 2
Und wenn ich jetzt nochmal den Slot 1 mir zurückrufe, muss ich wieder ausmachen und dann Recall. So und dann Out. Dann sieht man, ich habe jetzt hier das normale sinusförmige Wechselsignal an beiden Ausgängen. Ja, Resümee, also so ein Funktionsgenerator hier auf dem Smartphone ist eigentlich ganz praktisch. Er kann natürlich nicht bis in hohe Frequenzen arbeiten, das ist ganz klar. Auch das Rechtecksignal hat natürlich seine Macken und ist nicht optimal. Aber sage ich mal, für einfache, niederfrequente Anwendungen ist das durchaus eine gute Lösung, zumal man ja nicht immer einen Funktionsgenerator irgendwo parat hat und da irgendwo anschließen kann. Ja, das war es mal wieder hier zu diesem Thema und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.